Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko, das ist der Lars. Ich stell dich vor. Ah, sehr nett von dir. Und wir sind das siamesische Minecraft-Duo, wie ihr seht. Ja, es ist jetzt so, wir haben eine neue Mod installiert. Der Kroko mit seiner Maus und Tastatur bewegt die linke Körperhälfte, ich die rechte, ja. Es wird super weird. Lustig wär's. Es wäre auf jeden Fall eine super lustige Mod, glaube ich. Aber, ja, wir wollten Schmiede und ein bisschen Home Sweet Home heute. Ne? Genau, für alle, die es zufällig heute zum ersten Mal einschalten, das ist Stone Blocks. Wir spielen Skyblock nur unter der Erde mit verschiedensten kleinen speziellen Dingen, die hier so reingebastelt wurden. Kleinen Mods sozusagen, damit es spannend und unterhaltsam bleibt. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, schaut sich erstmal die erste Folge an. Genau, und das ist Clucky, mein Chicken McNugget. So. Daisy. Komm, Daisy. Aber, wir haben jetzt das. So, ich will mal gerade gucken. Komm. Hast du irgendein. Oh, das ist gut. Kriegst du die da rein? Oder ist die zu fett? Na komm, Daisy. Na, Daisy, komm. Warte, ich schub sie mal. Nee, die ist zu dick. Die ist wirklich zu dick. Dann mach die Tür weg. Aber ja. Hau Daisy nicht. Ganz ruhig. Nein, und ich hau den. Tür, Lars. Tür! Und was machen wir mit diesem Stencil-Table? Entschuldigung, aber man muss mich auch lesen können. Nee, jetzt mal ernsthaft. Schau dir das Buch an. Im Buch ist schon das beschrieben, wie es geht. Warte kurz. Materials. Halt, wo war das? Wie ist das jetzt? Advanced Material. Materials in View. Da steht das Rezept. Du musst einfach eine Plank unten und so eine Platte oben. Und dann bekommst du diesen Tisch. Ach, das ist gleich das Rezept. Oh, richtig. Wow. Ja, okay, kann ich den abbauen? Ja, mit Shift-Rechtsklick. Mach mal Shift-Rechtsklick. Zack, genau. Ah, okay. Weil das ist ja auch wieder ein Ding, wo wir irgendwas bauen können, wenn wir jetzt rechts klicken. Ja, da machst du quasi so Druckplatten, was du dann später aus der Schmiede rausholst, weißt du? Ach, schau an. Ach, wie cool ist das denn? Ja, das ist halt, gut, du hast nie so diese Technik-Mods in der Java gespielt, ne? Nee, gar nichts. Also das ist halt quasi alles mehr oder minder aus der Java rauskopiert, aber es ist halt trotzdem cool. So, wie machen wir denn jetzt die Schmiede? Die Schmiede, warte, wir haben so. Oh, die müsste bei dir ja auch drinstehen, oder? Jetzt sind wir wieder so weit, Lars, schau nach oben. Here comes the crocodile. He's here to detain ya. Here comes the crocodile. Weißt du, was jetzt echt schlimm daran war? Was denn? Kennst du diese Serien und Filme, wo Leute so immer weiter wegfahren von der Kamera, aber die Stimme die ganze Zeit immer gleich laut bleibt? Ja, das und genau so war das. Weißt du, was einfach irgendwo da oben, aber so, here comes the crocodile. Und ist immer noch genauso laut, wenn du hier unten ankommst. Das war eine 3 mit Sternchen. Ist okay. Eine 3 mit Sternchen ist okay. Also das mit dem Holz ist ein bisschen anstrengend, ne? Weil ich möchte eigentlich mit Holz ja, ein bisschen tun. Das ist echt merkwürdig, dass das nicht wächst. Das ist wirklich ultra merkwürdig. Eigentlich muss das wachsen. Ich meine, du musst dich sowieso dran gewöhnen, dass in der Bedrock alles ein bisschen langsamer ist, ne? Weil ja auch der Tick-Speed ist ja hier auf 1 und in der Java ist der, meine ich, naturgemäß auf 3. Also das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit bestätigen. Einmal so schnell. Ah, der Baum ist gewachsen, Lars! Kommst du mit deinem magischen Stab bitte und haust die Blätter um? Der Baum. Ich komme natürlich mit meinem magischen Stab. Wir müssen uns so eine kleine Werkstatt bauen, wo wir die Sachen drin haben. Ich finde es nicht so hübsch, wenn wir das hier so haben. Ich weiß, du bist irgendwie nicht so aus Bauen fixiert. Alles gut. Nee, mach doch. Ich guck gerade hier ein bisschen mal die Bäume so ready mache. Du hast ja schon Löcher ausgehoben, habe ich gesehen. Richtig. Vielleicht müssen wir da hinten noch 2 rein oder so wegmachen, dass man da hinten auch noch einen reinstellen kann. Wir müssen eine Schmiede machen. Okay, was ist der nächste Schritt für die Schmiede? Wir brauchen dieses Part Builder. Und wie ging der da? Hast du das Buch, ne? Kannst du mir das mal kurz reichen? Dann kann ich mir das nochmal anschauen. Der ging mit Blank und unten einer Lok. Deswegen machen wir gerade die Bäume. Okay. Weil uns das gemerkt hat. Ein Blank Pattern oben und darunter eine Lok. Also keine Dampflok. Dann haben wir einen Part Builder. Genau, ein Part-Builder. Ja, wir müssen jetzt dann wirklich langsam anfangen, das sinnvoll zu bauen. Okay. Great stuff! Now you should craft a part pattern chest to store all of the pattern types in. Remember to look inside materials and you will... Okay, du musst sagen, wie man so einem Pattern... Pattern chest hat oben eine blank pattern und unten eine Kiste.
Okay, dann haben wir das auch. Ja, das geht jetzt rucki zucki. Nice, so. Irgendwer hat jetzt Materials and you Volume. Ich glaube, die bekomme immer ich, weil ich bei mir das Random gehört. Now you have your workshop started. You need to finish it with a smelter's forge. Here are the materials and volume to help you out. Don't forget, you can use the hammer to get sand. Nein, haben wir nicht vergessen. Wir wissen, dass wir mit dem Hammer ganz schön... Okay, also crafting a forge. Wir brauchen Stone Brick, Glas und einen Blast Furnace. Okay, also das ist tatsächlich ein bisschen Beschäftigung. Also Stone Brick, das heißt, wir müssen auf alle Fälle Steine in den Ofen packen. Also als allererstes mal Bruchsteine in den Ofen. Ja. Okay, dann brauchen wir einen Schmelzofen. Dafür brauchen wir einen normalen Ofen erstmal. Und dann brauchen wir Eisen irgendwie, ne? Und dann weiß ich gar nicht genau. Ja, aber Eisen haben wir doch noch. Eisen haben wir noch, glaube ich. Oder? Ja, aber nicht genug, aber wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr. Schauen wir jetzt gleich mal. Okay, also wir machen einen Ofen mal. Genau, mach das so. Mal. Und wie mache ich jetzt einen Schmelzofen daraus? Da brauche ich Eisen. Hier ist das Rezept. Da brauchen wir 5 Eisen und 3 glatten Steine. Okay, alles klar. Haben wir begriffen? Machen wir. Nice, schau mal, was da hinten gewachsen ist. Wir haben auf alle Fälle schön viel Platz da gemacht. Wenn da so ein Baum wächst, dann ist das doch sehr fein. So, dann holen wir mal 10 Eisen aus dem Ofen. Das ist wirklich gut. Und packen das eine Sand hier rein. So, damit wir Glas bekommen. Und dann mache ich einen Blast Furnace. Den Smoothen Stone, hast du den irgendwo reingepackt? Ja, da, wunderbar. Der Lars ist das super Teamplayer, Leute. Ja, toll, ein anderer macht. Dann wollen wir das so, und wollen wir das so. Dann haben wir den Blast Furnace. Dann brauchen wir Steinziegel. Mhm. Und wir brauchen dieses eine Glas. Nice. Steinziegel hat dir schon zugeschmissen, ne? Yes, you have. Ja. Okidoke. So, Blast Furnace. Und Glas, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass der Baum in der Mitte einfach so schlecht wächst, ne? Weil da halt echt der Wurm mal vorbeikrabbelt und wir vorbeilaufen, weißt du? Und dann erwischen wir gerade diesen einen Tick. Ach, wahrscheinlich. Und dann dauert das wieder eine Ewigkeit. Das kann natürlich sein, ja. So, das heißt, jetzt ist Zeit für eine Schmiede. So, jetzt kann ich den Lars erpressen. Ich habe die Schmiede im Inventar. Die platziere ich erst, wenn wir einen geeigneten Raum gemacht haben für die Schmiede. Okay. Dabei? Ist gebongt. Nice. Ja. Nice. Ja. Okay. Genau, aber alleine macht es nämlich nicht so viel Spaß. Ist, ich habe im Mystery schon gelernt, ne? Egal, was ich baue, es kommt ein Kroko daher, nimmt es wieder auseinander, stellt es um, macht hier andere Blöcke und so. Ja, guck mal, so ist das doch schöner. Und guck mal, mach das doch mal. Und guck. Aber. Stimmt doch gar nicht. Natürlich nicht. Nein. Ich muss nur vorwarnen, das ist bei dem berufsbedingt, ja. Also, der kann nicht anders, ja. Das ist so der innere Monk. Ja, aber du wirst lachen, es ist tatsächlich ein Stück weit berufsbedingt, weil man sehr viel ausprobiert. Wir haben, dadurch, dass wir jetzt natürlich hier keinen Plan zeichnen, sondern es immer direkt hinbauen, bauen wir es natürlich wieder um, wenn man was herzeigen möchte, ne? Und das ist tatsächlich gerade im Designfindungsprozess baut man ständig um. Oder zeichnet um und macht Vorschläge. Und so ist es halt bei mir auch, dass ich sage, hey, lass mal so schauen und so. Und das muss ja dann nicht so bleiben. Ne? Das ist ja nur zur Diskussion gestellt. So, ist schön. Schau, wie süß. Da kann man hier das so... Ey, guck mal, das sieht schon gut aus, oder? Also. Wir müssen den Boden noch austauschen. Wir brauchen noch einen anderen Boden. Da müssten wir eigentlich so einen Smooth-Stone-Boden machen mit Klappenstein. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es passt gut. Oh. Ein Rubbelei. Tu es. Ein Rubbelei. Wer kennt nicht ein Rubbelei? Tu es. So. Koko? Ja. Warte. Okay, los geht's. Ich taufe dich auf den Namen Küchentisch. Küchentisch, da wäre ich auch nicht rausgekommen. Keine Ahnung. Aber gut. Den Boden hast du schon mal rausgehauen, habe ich gesehen. Okay. Ja, wir können eigentlich schon... Okay, ladies and gentlemen, it's time for the forge. Nice, ich hab so das Buch bekommen, Materialien und du Teil 3. Aber erstmal Schmiede, guck mal, geil, ne? Mega cool. The workshop is up and running. It's time to upgrade your tools, try crafting a new iron pickaxe. All the information you need to make the iron pickaxe is in materials and you volume 3. Auch nämlich jetzt dieses Eisen-Gravel, ne, was wir haben. Ja. Yeah. Wo ist das? Das haben wir nicht mehr. Gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Alles weg, ja, okay, ich wusste nicht, ob wir Eisengravel bauen. Dann machen wir halt neuen, ist ja kein Thema. Okay, dann brauchen wir neues. Weil das kommt dann da rein und Lava muss da rein. Warte, ich mach mal gerade Lava. Wo ist denn unser Lava-Bottichchen? Ach, hier. Okay, ich habe 2. Wie viel brauchen wir davon?
Also Graviel jetzt. Oh, ne? Schön, Lars. Schön. Bisschen gut, gleich, ne? Heimlicher, ja. Also ich habe diesen Iron-Zeug. Ja, wo muss ich das hinpacken? Ich mache jetzt mal hier Rechtsklick. Zack, guck mal, cool, ne? Ah, Rechtsklick mit Lava bepowert ihn. Jetzt kann ich oben wahrscheinlich so ein Eisending reinpacken. Genau, kannst du oben das, genau, du kannst einfach... Aber müssen einfach wir vorher nicht oben hier eine Form reinmachen, in die das dann reinläuft? Nee, das können wir später machen. Nein, das ist ja... Ist jetzt unsere Forge weg? Die ploppt gleich bestimmt wieder irgendwo random auf. Du bist so geil. Beste Vorteil. Okay, warte, kann ich. Okay, jetzt muss ich das von oben auf diesen Block draufbauen. Ja, jetzt hat. So, und jetzt füllt sich das damit, ne? Das ist total cool. Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein drittes. Das funktioniert quasi wie so ein Kessel, weißt du? Du kannst jetzt nämlich so eine Pattern nehmen und kannst das hier rechts klicken und dann gießt es quasi diese Pattern hier rein, so nach Motto. Okay, okay, ich habe schon wieder vergessen, wie diese Pattern gemacht werden. Wir hatten noch hier die, hier, guck mal, hier. Ja, aber nee. Da war nicht, da kann ich nicht. Nein, rechts, guck mal, rechts, wir brauchen jetzt rechts brauchst du so ein Spitzhacken-Pattern, ne? Und dafür brauchen wir Blank-Pattern, okay. Ja, genau, diese Blank-Pattern weiß ich gerade nicht, wie die funktionieren. Ich habe nur das Holz in der Zwischenzeit. Sorry. Ich habe jetzt so eine Spitzhacken-Pattern jetzt, ne? Ja. Und jetzt kann ich hier so. Zack. Und da brauchen wir bloß ein Eisen für. Ich hab den eingesammelt. Ich hab ihn. Ah, du hast es bekommen. Okay. Nice. Ja, deswegen. Okay, hast du noch so ein Pattern? Cool. Oder geht das nicht verloren, oder wie? Warte. Binding-Pattern, ne? Erst brauche ich ein Blank-Binding. Binding-Pattern. Und dann gehe ich hier rüber und mache aus diesem Binding-Pattern mache ich zwei so Wooden Bindings. Okay. Und dann gehe ich an die Dings hier. Genau. Und dann machst du unten links einen normalen Stick, also einen ganz normalen Holzstock. In die Mitte machst du eines deiner Bindings und ganz oben rechts machst du dann den Spitzhackenkopf. Und zack, hast du eine Eisenspitzhacke. Oh. Getting an upgrade, ladies and gentlemen. Brilliant. Now you know how to use the Smelter's Forge. The next set of challenges will help with farming and automation. Let's get started with the watering can. Also hier habe ich aufgehört im Stream, ne? Ich bin jetzt komplett blind, so wie du. Ich habe nur bei der Wasserkanne noch gelesen, dass sie wie Knochenmehl funktioniert. Also wir können dann hier gießen und das wächst. Das stand nice da in der Beschreibung. Aber ich finde, diese Eisenspitzhacken sind ein schönes Ende für diese Folge. Ja, ne? Finde ich auch. Die Schmiede steht. Wir haben also erreicht, was wir erreichen wollten. Finde ich gut. Vor allem das mit den Blättern hat nochmal so den letzten Schliff gegeben. Ich würde die mit den Blättern noch weit mehr machen, damit wir es wirklich so ein bisschen grün und wohnlich machen, weil grün ist einfach eine gemütliche Farbe. So. Lars. Lars. Ja. Also ich habe noch zwei Setzlinge, die pflanze ich als letzte Tat des Tages noch an. So. Mach das, ich pflanze noch Bäumchen. Achso. Okay. Habe ich schon, das meine ich. Okay. So, ich dachte, du machst ja, Blätter. Ich habe mich verhört. Egal. Okay, Kogo. Ja, hat mich gefreut. Wir waren erfolgreich, wie ihr sehen könnt. Was wir in der nächsten Folge machen, wissen wir jetzt tatsächlich nicht mehr, weil wir keine Ahnung haben. Wir werden das einfach mal Gießen machen. Genau, dass wir hier unten auch mal ein bisschen Flora und Fauna und so weiter. Ne? Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih. Ciao, mit V.